Es sollte niemanden überraschen, wenn ich jetzt sage, dass ich ein Fan von From Software bin. Eines der Spiele ist mir aber eine ganze Weile abhanden gekommen. Bloodborne war nach Dark Souls und Dark Souls 2 der erste große Schritt in eine neue Richtung. Ein viktorianisches Setting voller Werwölfe und anderer Kreaturen, gemixt mit einem schnelleren Gameplay. Die Souls-Spiele waren schon immer düster, aber Bloodborne dringt hier in neue Tiefen vor, die alles Vorherige sowohl spielerisch als auch atmosphärisch in den Schatten stellt. Es bot mir damit tatsächlich eine Art Horror, die ich noch nicht erlebt hatte. Man sagte, dass wirklich gute Horrorspiele einen mit Albträumen zurücklassen. Wenn das der Fall ist, dann ist Bloodborne mein mit Abstand bester Albtraum. Die Entwicklung von Bloodborne begann direkt nach Dark Souls und verlief parallel mit Dark Souls 2, also genau dann, als From Software ihren Durchbruch mit den Souls-Spielen erlebte. Sie haben damit nachweislich die gesamte Spielelandschaft verändert. Wie auch in meinem Dark Souls 3 Video gesagt, bauen viele Erlebnisse dieser Spiele auf den Herausforderungen auf, die man mühselig versucht zu meistern. From Softwares Spiele sind essentiell ein großes Versus-Game gegen die Spieler. Die Entwickler tricksen herum und denken sich neue heimtückische Fallen aus, damit der Spieler möglichst oft stecken bleibt. Genau dadurch entstehen dann die teils kniffligen Herausforderungen. Sei es ein gemeiner Hinterhalt oder ein unbezwingbarer Bossgegner. Wenn man aber das alles inzwischen so sehr gewohnt ist, dass man schon um starke Gegner mit Leichtigkeit herumkreisen kann und sie backsteppt, dann baut sich beim Spieler eine Erwartungshaltung auf. I can see the code. Man wird früher oder später immer besser in diesen Spielen. Die Herausforderungen werden immer machbarer, im Gegenzug werden die Erfolgserlebnisse aber auch immer kleiner. Was tut man also, damit selbst etablierte Souls-Spieler wieder von Null anfangen? Ganz einfach, man lässt die antrainierten Instinkte gegen den Spieler arbeiten. Hier kommt der Geniestreich, welcher Bloodborne ist, so richtig in Fahrt. Wo Dark Souls ein sehr defensives Spiel ist, welches Weitsicht und strategisches Vorgehen belohnt, wird man in Bloodborne aktiv dafür bestraft. Wenn man von einem Gegner eine kassiert, neigt man normalerweise dazu, sich zurückzuziehen, eine Estus zu trinken und zurück ins Geschehen zu gehen. In Bloodborne wird ein Treffer erst nach einigen Sekunden wirklich bestraft. Landet man in dieser Zeit einen Treffer, heilt sich der verloren gegangene Lebensanteil. Man hat also die Chance, seinen Fehler etwas zu korrigieren. Dies erfordert aber eine aggressive Spielweise, also genau das Gegenteil von Dark Souls. Je mehr man Dark Souls gespielt hat, desto schwerer wird man es in Bloodborne haben. Ein Schild? Pff, hier wird mit einer Knarre pariert. Schön um einen Gegner kreisen, um ihn zu backstabben? Nope, frontal auf den Kopf einschlagen und vielleicht landet man einen kritischen Treffer. Es sind genau diese Spieldesignentscheidungen, die Bloodborne so genial machen. Ein weiteres Indiz, dass man nicht mehr wie in Dark Souls spielen sollte, ist die Tatsache, dass es keine Rolle mehr im Kampf gibt, sondern einen Dash. Dieser kurze Dash erlaubt es, Angriffen auszuweichen, ohne sich weit vom Gegner zu entfernen. Man soll stets beim Gegner bleiben und angreifen, angreifen und noch mehr angreifen. Bloodborne nimmt das Nahe im Nahkampf sehr ernst. Damit man in jeder Situation die passende Angriffsmöglichkeit hat, gibt es in Bloodborne ganz besondere Waffen. Bloodbornes wahrscheinlich bestes Feature sind die Trickwaffen. Als ich diese Szene im Trailer gesehen habe, wusste ich, dass ich Bloodborne spielen muss. Viele Waffen haben einen alternativen Modus, ähnlich wie bei der Morphaxt und der Energieklinge aus Monster Hunter. Ich glaube, ihr wisst, warum ich dann den Trailer so interessant fand. Per Knopfdruck lassen sich die Waffen umwandeln. Diese Transformationen können auch in Angriffe eingebunden werden. Das sind dann schon fast richtige Kombos. Die Movesets dieser Waffen helfen einem in verschiedenen Situationen. Manche Waffen bekommen mehr Reichweite, besonders gut gegen Gegnergruppen. Andere Waffen hauen deutlich härter rein. Und wieder andere Waffen werden zu komplett unterschiedlichen Geräten. Dieses Waffenarsenal passt perfekt zu der deutlich offensiveren Spielweise, die Bloodborne von einem abverlangt. Ich hätte mir schon fast gewünscht, sie wären die Extrameile gegangen und hätten den Ausdauerbalken entfernt. Es ist das einzige Überbleibsel, welches dann doch noch an die Souls-Wurzeln erinnert. Dabei würde man es hier nicht wirklich vermissen. Es ist ein schönes Gefühl, einen Gegner einfach zu zerschnetzeln, ohne Rücksicht auf Verluste. Es sei denn, der Ausdauerbalken ist vorher leer. In diesem Fall ist dann doch Rückzug angesagt. Und genau das soll man doch eben nicht in Bloodborne machen. Was man auch nicht in Bloodborne machen sollte, ist zu sterben.
Glaubt mir, ihr werdet es trotzdem tun, ob ihr wollt oder nicht. Den Schwierigkeitsgrad von Spielen zu beurteilen, ist immer etwas problematisch. Jeder hat seinen eigenen Spielstil und empfindet dementsprechend Passagen unterschiedlich schwierig. Ich möchte hier also nicht vorgeben, objektiv den Schwierigkeitsgrad bewerten zu können. Meinem Empfinden nach ist der Schwierigkeitsgrad konstant fordernd. Ab dem nicht leichten Start, welcher als eingefleischter Souls-Fan noch viel härter ist, steigt der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich an. Stellt man das mit dem Spielerfortschritt gegenüber, so hat man einen parallel fortlaufenden Schwierigkeitsgrad. In anderen Souls-Spielen gab es hin und wieder Bereiche, die mal mehr oder weniger schwer sind. In Bloodborne fühlte sich die Herausforderung wie maßgeschneidert an. Allein der Anfang in Zentralianum ist der perfekte Sprung ins kalte Wasser für alle, die glauben, mit Dark Souls 1 bis 3 mit allen Wassern gewaschen zu sein. Gleich in der Klinik, in der man startet, ist ein verwundeter Werwolf, welcher den Boden mit euch wischen kann. Man fängt das Spiel unbewaffnet an. Der Schlag mit der flachen Hand ist die einzige Angriffsmöglichkeit. Es ist machbar, den Werwolf zu töten, jedoch erfordert das ein gewisses Verständnis des Movesets, welches ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Und das ist absolut gewollt. Man lässt alle Funktionen gleich, aber ändert gerade so viel, dass mein Dark Souls Brain nicht damit klarkommt. Dringt man weiter in die Stadt vor, trifft man auf einen wütenden Mob mit Fackeln und Mistgabeln. Den Standardkram, den ein Mob halt so hat. Irgendwo auf Telegram oder so haben sie gehört, dass diese ganze Bestienplage ein großer Schwindel sei. Und nun ziehen sie durch die Straßen, um zu zeigen, wie harmlos alles ist. Cursed beast! You are not wanted here! Bloody simpleton! It's all your fault! Away! Away! And over the children! Überraschung, sie sind alle zu Bestien geworden. Scheinbar sind die ganzen Skeptiker beim Versuch, die Bestienplage zu ignorieren, selbst zu abscheulichen Bestien geworden. Ich frage mich, ob das irgendeinen Bezug auf die reale Welt hat. Diese Passage ist eine weitere gute Erinnerung, dass man hier kein Platinum-Spiel spielt. Versucht man vorbeizurennen, erwischen einen die Hunde. Bleibt man auf Distanz, wird man aus der Ferne beschossen. Fies. Interessanterweise funktioniert es am besten, wenn man sich der Menschenmasse stellt und dann mit der neu gefundenen Bloodborne-Aggressivität die Gegner umhaut. Man könnte auch versuchen, die Gegner nach und nach anzulocken und dann einzeln auszuschalten. Allerdings kommen nach einer Weile neue Querdenker von hinten dazu und diese muss man dann auch ausschalten. Solche Situationen prägen einen für den weiteren Verlauf des Spiels. Man ist stets auf der Hut, dass selbst leichte Gegner weiterhin gefährlich bleiben. Das geht natürlich Hand in Hand mit dem Weltdesign, welches From Software typisch großartig ist. Das viktorianische Setting ist ein noch recht unerforschtes Genre in Videospielen und bringt eine dringend nötige Pause von dem apokalyptischen Mittelalter-Setting mit sich. Nicht falsch verstehen, die Dark Souls-Welten sind auch toll verwirklicht, nur schmeckt selbst das beste Essen nach täglichem Verzehren nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Zu einer apokalyptischen Mittelalter-Welt gefüllt mit düsteren Fantasy-Monstern werde ich niemals Nein sagen. Aber ein frisches Setting kann wahre Wunder bewirken. Besonders weil viele andere Souls-like-Spiele das noch nicht so richtig hinbekommen. Oft versuchen diese Spiele ohne Sinn und Verstand einfach das Setting von Dark Souls zu kopieren und vergessen dabei, warum es dort so gut funktioniert. Selbst Nioh, welches auf gameplay-technischer Sicht From Software-Spielen ohne Probleme das Wasser reichen kann, zieht beim Aufbau der Spielwelt den kürzeren. Nioh ist immerhin clever genug, gar nicht es zu versuchen, an das Weltdesign von Dark Souls heranzukommen, womit sie sich voll und ganz auf das japanische Yokai-Setting fokussieren konnten. Andere Souls-Likes kommen aber auch da nicht wirklich ran. Selbst wenn sie gute Ideen haben, so werden sie eben, weil sie vom Original kopieren, immer im Schatten von dessen stehen. Bloodborne macht es besser. Es baut auf den Stärken der Souls-Welten auf und bringt diese in Form von der Stadt Yharnam ins Spiel. Die unterschiedlichen Bezirke haben individuelle Architektur. Auch vom Weiten kann man zum Beispiel die altertümlichen Gebäude von Alt-Yharnam wiedererkennen. Das hilft bei der Orientierung und vermittelt euch ein besseres Gefühl dafür, wie vertikal die Stadt eigentlich ist. Aus weiter Entfernung merkt man dann erst, aus wie vielen Schichten Yharnam besteht. Ich hatte mich eine Zeit lang gewundert, warum einige Wohnungen so nah unten bei der Kanalisation sind. Naja, diese Häuser waren mal ganz oben, aber mit der Zeit ist die Stadt gewachsen und das bedeutet, dass in die Höhe gebaut wurde. Allein die Vorstellung, wie viele kulturelle Epochen hier unter Yharnam begraben sind. Das ist ein wahnsinnig cooles Setup für die Spielwelt. Eine Stadt wie diese sieht man nicht so oft. Selbstverständlich gibt es gewisse Eckpfeiler aus Dark Souls, die es in die Stadt Yharnam geschafft haben. Nebelwände, die lässt sich nicht von dieser Seite öffnen Tür, Aufzüge und noch viele andere Kleinigkeiten. Es ist und bleibt ein tolles Gefühl, sich mit den letzten paar Lebenspunkten gerade so zu einer Tür zu rennen und dahinter einen Checkpoint zu erreichen. In diesem Fall sind es keine Leuchtfeuer oder Buddha-Statuen, sondern Laternen. Ich glaube nicht, wie zutreffend dieses Lied ist, aber dazu kommen wir gleich. Der zentrale Hub, bzw. der dezentrale Hub, ist ein Traum abgeschnitten von der echten Welt.
Von hier teleportiert man sich in die einzelnen Bereiche der Stadt. Yharnam selbst ist aber nach wie vor eine miteinander verwobene Welt. Einen ähnlichen Weg sind sie dann auch mit Dark Souls 3 gegangen. Es ist schon wirklich beachtlich, was für ein Talent From Software haben muss, um so eine verzwickte Welt glaubhaft zu verwirklichen. Bis hierhin ist Bloodborne schon außergewöhnlich gut. Was das Spiel dann aber wirklich meisterhaft macht, ist der Wandel des Settings. Ein Twist, welcher inzwischen durchaus vielen bekannt sein sollte, aber so interessant ist, dass ich nur jedem raten kann, es selbst zu erleben. Ab hier werde ich jetzt im Detail über Bloodborne und den Twist reden. Bloodborne fängt als ein viktorianisches Horrorspiel an. Man besucht Yharnam in der Hoffnung, ein Heilmittel für die Blutseuche zu finden, welches die Heimat der Protagonistin oder des Protagonisten plagt. Auch in Yharnam selbst scheint nicht alles nach Plan zu laufen. Verrückte Bewohner und Gothic-Werwölfe sind die größte Bedrohung. Aber im Hintergrund scheint etwas Größeres zu sein. Und dieses Größeres stellt sich als kosmischer Horror heraus. Es ist weniger ein Twist als vielmehr ein schleichender Wandel. Je weiter man im Spiel vorankommt, desto abstruser werden die Gegner. Mit der Zeit merkt man, dass die ach so heilige Kirche vielleicht 100 Leichen im Keller haben. Eine ganze Mechanik baut auf dem ungesehenen Horror auf. Je mehr Bosse oder Wissen des Wahnsinns man findet, desto höher wird eure Einsicht. Dieser Wert bestimmt, was ihr in der Welt wahrnehmen könnt. Steigt dieser Wert, enthüllt sich immer mehr der kosmische Horror in der Stadt. Gleichzeitig wird man aber auch anfälliger für den Status Frenzy. Das kommt dem ein oder anderen bekannt vor. Das liegt unter anderem daran, dass Bloodborne ein quasi verstecktes Lovecraft-Spiel ist. Und was für eins! Ein ganzer Abschnitt ist sogar an die Shadow over Innsmouth-Geschichte angelehnt. Dieses Dorf hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre als der Rest des Spiels. Es ist ein starker Kontrast im Vergleich zur imposanten viktorianischen Stadt. Dieses gottlose Dorf ist das Zuhause von seltsamen Fischmenschen. Im Hintergrund hört man nur das Elend, was hier passiert ist. Schreitet man weiter durch das Dorf, trifft man auf überaus aggressive Bürger. Diese sind nicht wirklich glücklich darüber, einen Jäger hier zu sehen, was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass die Fischmutation die Schuld der heilenden Kirche und ihrer Jäger sind, welche abscheuliche Taten an diesem Ort vollbracht haben. Fast so abscheulich wie diese Haifischmenschen. Diese zornerfüllten Zeitgenossen sind Berserker, die von nichts Halt machen. Die können einen Jäger ohne Probleme komplett verschlingen. Nein! 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 Oh, ist das bitter. Versucht man vor ihnen wegzurennen, werden sie euch mit offenem Mund jagen, und zwar durchs ganze Dorf, wenn es sein muss. Und als wenn das nicht schon genug wäre, gibt es im Dorfbrunnen nicht nur einen, sondern zwei dieser fischigen Bastarde. Und einer davon trägt einen Anker, einen verdammten Anker, mit welchem er erwartungsgemäß ziemlich viel Schaden macht. An sich ist diese Begegnung optional. Wenn ihr hingegen alle Achievements haben wollt, müsst ihr diese beiden Viecher töten, damit eine spezielle Waffe fallen gelassen wird. Nope. In Richtung der Küste eskaliert es dann weiter mit den Fischmenschen. So weit, dass selbst die Hunde zu irgendwelchen Piranha-Mutanten geworden sind. Und ihr wisst ja, wie ich zu den Hunden in Souls-Spielen stehe. Es sind die Ausgeburten der Hölle. Und jetzt kombiniert man sie auch noch mit dem Horror der Tiefsee? Danke, Bloodborne. Genau, was ich gebraucht habe. Dieser Horror wird von hier an nur noch schlimmer. Von donnerbeschwörenden Schamanen bis hin zu Höhlen voll mit ekligen Schneckenmenschen. Hier warten alle möglichen Abscheulichkeiten auf euch, bis man dann den krönenden Abschluss am Strand findet. Hier liegt der Grund für all das Chaos, welches das Dorf plagt. Ich möchte jetzt nicht zu viel darüber reden, außer... Holy shit. So ganz gottlos ist dieses Dorf dann doch nicht. Dieser Wechsel des Settings war mir leider schon etwas bekannt. Wenn es fast keine Spiele dieser Art gibt, spricht es sich natürlich schnell rum, sobald so ein Spiel erscheint. Trotzdem oder gerade deshalb war meine Erfahrung mit Bloodborne so gut. Das Wissen, dass etwas viel Größeres im Hintergrund die Fäden zieht, sorgte bei mir für ein so schön unwohles Gefühl. Die Werwölfe und anderen Bestien, die zu Anfang noch richtig große Bedrohungen waren, sind lediglich ein Nebenprodukt der Kirche und Wissenschaftlern, die versucht haben, Kontakt mit den kosmischen Göttern aufzunehmen. Für alle, die etwas unvertraut mit der Materie sind, kosmischer Horror ist so wahnsinnig interessant, weil es die Angst vor dem Unbekannten und dem Unbegreiflichen ist. Der Kernpunkt ist die quasi Wertlosigkeit des Menschen.
Was tut man also, wenn man als kleiner sterblicher Mensch auf diese Entitäten trifft, die wir weder beschreiben noch verstehen können? Wahrscheinlich werden wir wahnsinnig. Diese Wesen können die gesamte Menschheit auslöschen, wenn sie es nur wollten. Kosmischer Horror ist auch immer existenzieller Horror. Das wirklich Interessante daran ist, wie schwer sich guter kosmischer Horror in Medien wie Film, aber auch Videospielen umsetzen lässt. Es ist eine Seltenheit, guten kosmischen Horror in Spielen zu finden. Darkest Dungeon würde mir da einfallen. Wie beschreibt man unbeschreiblichen Horror? Wie zeigt man verständlich und glaubhaft kosmische Wesen, welche, naja, nicht von Menschen verstanden werden können? Es gibt nicht die eine Erfolgsformel für kosmischen Horror, denn genau dann, wenn der Horror bekannt ist, wird er nicht mehr so effektiv sein. Gerade deshalb beziehen sich viele in Bezug auf kosmischen Horror auf den Ozean. Kein anderer Ort auf der Welt ist so unerforscht und geheimnisvoll wie der Grund des Meeres. Die Angst, die ich und viele andere Menschen vor dem Meer haben, entspringt genau diesem Urinstinkt. Die Angst vor dem Unbekannten. Es ist nicht das Gleiche, vor einem Mann mit Kettensäge Angst zu haben. Kosmischer Horror ist sehr schwierig umzusetzen. Und doch schafft es Bloodborne überraschend gut. Es ist ein unheimlicher Trip in die Tiefen der menschlichen Ängste. Soweit, dass man im wahrsten Sinne durch die Träume anderer Menschen läuft. Träume sind ein wichtiger Bestandteil von Bloodbornes Geschichte. Ihre Existenz überschreitet die eines einfachen Schlaftraumes. Es sind neue Realitäten, welche vergangene Ereignisse replizieren oder gar völlig neue Welten erschaffen. Diese könnten genauso gut außerirdischer Natur sein. So wie ich Bloodborne kenne, sind sie es wahrscheinlich auch. In jedem Traum lebt ein sogenannter Great One, kosmische Wesen mit unbeschreiblichen Kräften. Hier können Menschen Kontakt mit diesen Wesen aufnehmen. Die Great Ones existieren nicht auf unserer Existenzebene. Die Welt der Träume ist der Ort, wo sie leben. Und genau das treibt einen Großteil der Charaktere in Bloodborne an. Das Bestreben, die eigene Menschlichkeit zu überkommen und eins mit dem Kosmos zu werden, egal was es kostet. Die Blutseuche, die Janum und vielleicht sogar die gesamte Welt in den Untergang stürzt, ist fast bedeutungslos, wenn man die Strippenzieher hinter all dem ausfindig macht. Und wer hält die Strippen in der Hand? Spoiler, es sind auf jeden Fall nicht die Leute, die dachten, man könnte die Kräfte der Great Ones ausnutzen. Der Plot von Bloodborne kann einen wirklich erschlagen. Der Zustand der Welt ist am Ende des Spiels nicht mal wirklich klar. Und das ist eine interessante Wendung zum Anfang des Spiels. Man hat diese ganze Reise überhaupt erst begonnen, um ein Heilmittel gegen diese Bestienplage zu finden. Doch nach dutzenden Offenbarungen wird einem klar, es ging nie um die Blutseuche. Es ist ein Nebenprodukt der gescheiterten Versuche, die Menschheit auf eine neue Existenzebene zu bringen. Und ich persönlich liebe das. Es ist eine Geschichte, über die man noch lange nach dem Durchspielen philosophieren kann. Die Fragen und Theorien, die in meinem Kopf rumschwirren, lassen mich einfach nicht los. Sind die Dungeons unter Janum wirklich real oder ist es ein Übergang in die Traumwelt? Der Aspekt der zufallsgenerierten Dungeons würde die Traumtheorie zumindest unterstützen. Wusste die Kirche, was sie da auf die Menschheit entfesselt haben, oder war es pure Arroganz? Die Itembeschreibungen der Kirchenwaffen lässt darauf deuten, dass sie wussten, was da passieren wird. Andererseits ist es ziemlich arrogant zu glauben, mit großen Waffen kosmische Götter erschlagen zu können. Also vielleicht beides? War das Menses-Ritual nun ein Erfolg oder ist es furchtbar schief gegangen? Ich meine, sie haben etwas geschaffen, nur bin ich mir nicht sicher, ob man darauf stolz sein kann, geschweige denn, wie viele Menschen sind dabei wohl draufgegangen. Und was ist überhaupt das Ziel der Great Ones? Klar, Kinder kriegen, da sie sich nicht selber fortpflanzen können, aber ist das wirklich das Ziel von jedem Great One? Wer sagt überhaupt, dass alle Great Ones auf derselben Seite sind? Am Ende des Spiels zeigt sich die Moon Presence als Strippenzieher hinter dem Jägertraum. Das wirft natürlich die Frage auf, warum die Moon Presence uns mit dem Jägertraum hilft, wenn doch unser Ziel ist, die Bestien und eben auch die Great Ones zu besiegen. Meiner Auffassung nach ist der Moon Presence durchaus bewusst gewesen, was unser Ziel war. Und genau deshalb hat sie uns und den anderen Jägern geholfen, die anderen Great Ones für sie aus dem Weg zu schaffen. Man bekämpft im Spiel zwar auch andere Great Ones, aber nicht alle davon sind sofort feindlich. Die Moon Presence scheint die einzige zu sein, die wirklich niederträchtige Absichten hat. Das würde auch erklären, warum German nicht mit seinen anderen Jägerfreunden zusammen im Albtraum von Kos gefangen wurde. Er hat einen Pakt mit der Moon Presence geschlossen, was ihn vor diesem Schicksal bewahrt hat. Andererseits steckte er dann im Jägertraum fest, geplagt von endlosen Albträumen. Also nicht unbedingt ein besseres Schicksal. Oh, Lawrence, Master Willem, somebody, help me, unshackle me. Please, anybody, I've had enough of this dream. The night blocks all sight. Oh, somebody, please. Germans Hintergrundgeschichte ist eine fürchterlich tragische und sie ist komplett optional.
Bloodborne's Setting ist schon sehr vielschichtig. Aber geht man dann noch weiter ins Detail, kommen immer mehr Ebenen zum Vorschein, die deutlich zeigen, wie tiefgründig diese Welt ist. Bloodborne nutzt die Interaktivität von Videospielen, um die Atmosphäre des kosmischen Horrors einzufangen. Eine nicht leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, wie schwer es überhaupt ist, den kosmischen Horror zu definieren. Oder auch nicht zu definieren, weil er undefiniert ist. Ein Paradoxon. Es ist auf jeden Fall erfrischend, eine Interpretation dieser Art von Horror zu haben, mit der etwas Eigenes passiert und nicht krampfhaft versucht wird, Lovecraft nachzuahmen. An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass H.P. Lovecraft ein übelster Rassist war, von daher hatte es immer so einen faden Beigeschmack, wenn seine Werke in den Himmel gelobt wurden. Umso besser, dass Bloodborne jetzt etwas Eigenes mit dieser Prämisse macht. Ein besonders interessantes Detail ist die From Software-typische Gleichgültigkeit, welche in diesem nihilistischen Setting sehr gut zu Hause ist. Was ich damit meine, ist, dass man nicht vom Spiel auf sämtliche Inhalte aufmerksam gemacht wird. Der gesamte Plot wird nur schwer zu verstehen sein, wenn man sich nicht ein paar Item-Beschreibungen durchgelesen hat. Man sollte also aufmerksam durch die Welt gehen. Im Gegenzug wird diese Aufmerksamkeit belohnt. Es gibt im Verbotenen Wald eine Gifthöhle voller Items und großen Gegnern. Im hinteren Teil der Höhle kann man einen Gang finden, welcher euch zur Klinik am Anfang des Spiels zurückbringt. Eine coole Abkürzung, die nochmal deutlich macht, wie verwoben die Spielwelt ist. Aber hier hört es noch nicht auf. Erforscht man diesen Weg weiter, gelangt man in neue Bereiche der Klinik, wo man eine mysteriöse Einladung nach Kanehurst Castle finden kann. Folgt man der Beschreibung der Einladung, wird man von einer Kutsche zum besagten Schloss Kanehurst gebracht. Dort findet man dann heraus, dass das Bestienblut schon seit Jahrhunderten bekannt ist. Dieses Ekelblut verwandelt sie jedoch nicht in werwolfartige Bestien, sondern in vampirartige Blutsauger. Ein wirklich interessanter Blick auf die Lage der Welt. In Janem und der Umgebung haben die Überlebenden mit der Blutseuche zu kämpfen und hier in Kanehurst ist sie schon seit Generationen Teil ihres Alltages. Dieses Nebenabenteuer ist ein schönes in sich geschlossenes Setting mit einer verschneiten Burg und vampirischen Gegnern. Auf der Spitze des Daches wartet dann auch ein richtig cooler Boss. Dieser wiederum bewacht den Zugang zur Königin von Kanehurst, bei welcher man einen Eid ablegen kann, was wiederum eine völlig neue Kette an Ereignissen lostreten kann, wenn man die falsche Person zum Schloss einlädt. Und das alles erlebt man nur, weil man in einer unscheinbaren Höhle im Wald die richtige Abzweigung genommen hat. Solche Geheimnisse liebe ich in Videospielen. Bloodborne bringt euch damit bei, dass hinter allem eine Bedeutung stecken kann. Und nach solchen Entdeckungen seht ihr die Welt ganz anders. Jedes Item, was in der Ferne leuchtet, könnte einen potenziellen Weg zu einem optionalen Gebiet eröffnen. Und dann, keine Ahnung, dann deckt man einfach mal so plötzlich das Geheimnis der Kirche auf und dass sie es irgendwie geschafft haben, einen Great One in die reale Welt zu bringen. Und wahrscheinlich ist dieser Great One auch der Ursprung der Bestienplage. Und das alles durch ein Item, welches man am anderen Ende der Spielwelt finden kann. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich mir dieses Ereignis ausgedacht habe, außer, dass es wirklich im Spiel so passiert. Und ich weiß nicht, ob man es an meiner Begeisterung hören kann, aber ich liebe diese Momente. Was Bloodborne auch sehr interessant macht, ist der Horroranteil des kosmischen Horrors. Man erwartet jetzt vielleicht etwas anderes, wenn man an Horror denkt, aber Bloodborne geht das Thema etwas langsamer an. Wird man zum Beispiel von einem dieser netten Zeitgenossen besiegt, kommt man nicht bei der letzten Laterne wieder raus, sondern man wird verschleppt. Man befindet sich an einem Ort, wo man noch nie zuvor war. Es ist ein leerer Kerker, alles ist dunkel, man hört diese ominöse Musik im Hintergrund und liest kryptische Nachrichten, die zu diesem Zeitpunkt im Spiel noch nicht wirklich viel Sinn ergeben. Und auch nicht irgendwie danach. Das sind wirklich unangenehme Momente. Das wirklich Gruselige daran war, dass es so sehr aus der Norm der Spielmechaniken ausgebrochen ist. Man denkt, man respawnt bei der letzten Laterne, doch dann zieht das Spiel einen den Teppich unter den Füßen weg und plötzlich ist man ganz woanders. Wenn man dann auch noch auf Gegner stößt, sind diese zum derzeitigen Moment deutlich stärker als man selber ist. In Bloodborne ist man nie overpowered, egal wie stark man ist. Wird man übermütig, können selbst Anfangsgegner euch fertig machen. Das sorgt dafür, dass man eine gewisse Ehrfurcht vor den Gegnern hat. Das gepaart mit der befremdlich gruseligen Atmosphäre und schon hat man Horror, welcher nicht durch laute Jumpscares oder blutigen Gore ausgelöst wird, sondern durch langsam aufgebaute konstante Spannung. Und meiner Meinung nach ist das deutlich effektiver als ein paar laute Geräusche. Es sind nicht einfach nur kurze Passagen, wo das Spiel mal etwas spooky wird. Es ist eine permanente Atmosphäre, welcher man nicht entkommen kann. Wie ein Albtraum halt. Auf die Frage, wie stellt man kosmischen Horror richtig dar, ist die beste Antwort immer noch gar nicht. Aber wenn man es darstellt, dann doch bitte so wie Bloodborne. Es dürfte eigentlich nicht funktionieren und doch kämpfe ich hier gegen kosmische Götter und es funktioniert. Wirklich, diese Designs sind so inspirierend, ich kann es einfach nicht beschreiben, wie sehr ich es liebe. Aber wenn wir schon beim Thema der optischen Präsentation sind, lasst uns mal kurz über die Technik reden. Wenn man wie ich zuvor Dark Souls 3, Sekiro und auch kürzlich das Demon's Souls Remake gespielt hat, wirkt die Technik von Bloodborne ziemlich veraltet.
Gut, das Spiel kam 2015 heraus, aber wie kann es sein, dass selbst auf einer PlayStation 5 Bloodborne nach wie vor nicht mal mit 30 FPS läuft und eine fürchterliche Kantenglättung hat? Hier bräuchte man dringend einen Next-Gen-Patch oder eine PC-Version. Am besten beides. Es braucht nicht mal wirklich ein Remake. Bloodborne sieht echt gut aus, nur kommt das nicht bei mir an, da die Performance nicht da ist, wo sie sein sollte. Mittlerweile sollten 60 FPS durchaus als Standard zumutbar sein. Besonders bei Spielen, wo millisekundengenaues Timing so essentiell wichtig ist wie in diesem Spiel. Und wenn ein Spiel wie Demon's Souls so aussehen kann und mit 60 FPS läuft, dann sollte Bloodborne das erst recht können. Bloodborne in 60 FPS wäre ein fast perfektes Spiel. Die Technik war jetzt nie die Stärke von From Software Spielen. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht der Kaufgrund. Aber es wäre einfach schön, wenn Bloodborne die technischen Upgrades bekommt, die es verdienen würde. Bloodborne vereint so viele tolle Ideen zu einem großen Meisterwerk. Ein general überholtes Gameplay, welches selbst Souls-Fans zum Schwitzen bringt, ein vielschichtiges Setting, welches bis heute kaum ein Spiel besser umgesetzt hat, und ein verstörend toller Soundtrack, welcher die viktorianische Stimmung hervorragend mit dem kosmischen Horror verbindet. Das alles erzeugt eine einzigartige Atmosphäre, was passend ist, denn Bloodborne ist ein sehr einzigartiges Spiel.